Hallihallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Vielleicht ist das heute sogar schon unsere letzte Aufnahme. Denn, naja, wir brauchen nur noch ein Attentat, dann haben wir die Zielerinnerung erreicht. Also bevor wir hier weiter lange rumstehen, suchen wir lieber ein paar Informationen über unser Ziel heraus. So, und damit gucken wir doch gleich mal, wo der erste Punkt ist. Der ist hier. Ja, ja, ich würde da gerne drauf. Genau, so. Denn jetzt beginnt wieder das große Suchen. Ich bin mal gespannt, wie viel und wie lange ich doch dafür brauche, ja. Nicht wie viel. Wer weiß, vielleicht braucht das mehr als nur, ja, eine Dreiviertelstunde. Vielleicht wird es auch mal schwer, so richtig schwer, alles zu machen. Das könnte natürlich sein. Au. Das war natürlich jetzt nicht so praktisch. Aber gut. Einmal bitte. Ach, alt. Ach, meine Güte. Was, wie kletterst du denn gerade? Alter, ihr? Das ist komisch, mein Freund. Okay, jetzt haben wir uns wieder gefangen und können weitergehen. Hier in Jerusalem wird sich das Ganze. Ja, wird das Ganze beendet, eigentlich. Oh, okay. Hm, komisch. Wenn ich hier gerade so am Rumfällen bin. Ich habe eben gerade schon Assassin's Creed 2 gespielt. Gut, egal. Jetzt wollte mich aber verarschen. Es ist euch nicht erlaubt, hier zu sein. Er sollte aufhören, sich wie ein Kind zu benehmen. Ich mach doch gar nichts. Ich bin nur zu blöd zum Klettern. Mehr ist das doch gar nicht. Ich will doch eigentlich nur hier hoch. Und die ganze Sache hier mal synchronisieren. Okay, dafür brauche ich jetzt irgendwie schon viel zu lange. Egal. Wir haben ja unsere Zeit. Wir wollen ja auch ein schönes Ende haben. Beziehungsweise ein spannendes Ende. Ein gutes Ende. Sodele, wie sieht's denn aus? Ach, hier neben alles gleich ein Bürger. Einen von 7 Aussichtspunkte haben wir. Na, Kollege. Oh, verdammt. Das war jetzt natürlich wieder praktisch und... Oh, da geht's wieder los. Ach stimmt, die sind jetzt alle wesentlich stärker geworden. Habe ich gerade vergessen. Da muss ich jetzt immer mehrmals draufschlagen, bevor sich die ganze Sache beendet hat. Boah. Oh, nein. Ach so, den habe ich erwischt. Das sah gerade so komisch aus, weil... Ah. Nein. Oh, das ging gut. Nein, jetzt den konnte ich aber. Sehr schön. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Ich schulde euch meine Freiheit. Kein Problem. Das ist, ich würde schon glatt sagen, das ist mein Job. Das ist, oder meine Berufung, je nachdem, wie man das ausdrücken möchte. Ich würde sagen Job. Was bringt ihn dazu, das zu tun? Was mich dazu bringt? Dazu bringt mich diese Verleugnung hier. Das ganze Missverständnis in diesem fiktiven Jerusalem und in dem ganzen Bereich. Das bringt mich dazu. Nein! Hallo, ja, das ist aber wohl ja, also, wo muss ich denn hoch? Hier muss ich am besten hoch, oder? Wie seltsam. Ich würde da gerne hoch. Nur ein paar Münzen für meine Kinder. Bitte. Ich habe kein Geld. Mir fällt gerade auf. Moment mal, was war das? Das war das. Er hat jemanden umgebracht. Und dich auch noch. Das war eine schöne Aktion. Das war eine schöne Aktion. Nein, halt dich doch fest, Alter, ihr! Alter, ihr! Wer sieht mich denn bitte gerade? Genau, hier sieht mich nämlich niemand. Ja, Frau, hör auf zu labern. Das ist zwar schön und gut alles, aber ich kann dir auch nicht helfen. Denn hier in Assassin's Creed 1 haben wir eben noch kein eigenes Geld. Das kommt erst in dem späteren Teil. Und ich gehe sogar mal stark davon aus, dass wir in diesem Jahr
Assassin's Creed nicht zu Ende kriegen werden, sondern dass sich das sogar bis zum nächsten Jahr weiterziehen wird. Ich gehe wirklich mal stark davon aus. Ich bin aber... Sie sehen mich. Irgendwer von denen sieht mich auf jeden Fall. Ist gefährlich. Schön, so. Euch zu sehen, Bruder. Ihr seid wegen des Begräbnisses hier oder wegen Robert. Ich habe meine Augen und Ohren offen gehalten, aber ich habe nichts zu berichten. Hier ist es ruhig. Vielleicht hat Tarik etwas gesehen oder gehört. Er ist nicht weit von hier postiert. Geht zu ihm. Seht, ob er etwas weiß. Das innerhalb einer Minute ist natürlich krass. Eine milde Gabe. Bitte, ich darf nicht entdeckt werden, sonst kann ich die Mission eigentlich an sich schon vergessen. Okay, jetzt haben wir hier wieder... Boah, wie viele Bogenschützen hier rumfliegen. Beziehungsweise wie viele Bogenschützen hier sind. Okay, das Ganze hat sich schnell erledigt gehabt. Ist gut. So, wir springen hier gerade ganz schön im Zickzack. Aber das ist, denke ich mal, nicht so schlimm. Was? Fuck. Das wird nicht... Ach, verdammt. Das kann ich jetzt schon vergessen. So schnell kriege ich die nicht alle erledigt hier. Ach komm, das ist doch nicht euer Ernst. Ja, Dreck, verdammt. Nur weil ich mich da so offensichtlich irgendwo hingeschmissen habe, das ist, finde ich, echt nicht in Ordnung, ja. Finde ich echt überhaupt nicht in Ordnung. Jetzt ist das fehlgeschlagen, och Mann, oh. Und da sind ja auch noch so viele Gegner, wo kommen die alle her? Wo standen die da alle zusammen? So nicht, meine Freunde, so nicht. Ich weiß nicht. Nehmt die Karte und sorgt dafür, dass die Wachen entsprechend postiert werden. Ein Templer. Während der Prozession sollten wir sicher sein. Aber das Begräbnis bereitet mir Sorgen. Es wäre unseren Feinden ein leichtes, sich in der Menge zu verbergen. Wenn ihr so besorgt seid, warum postiert ihr nicht eigene Männer und durchsucht die Stadt selbst? Unsere Anwesenheit hat schon genug Aufsehen erregt. Ich kann mir vorstellen, wie das Volk reagiert, wenn Kreuzritter über ihre heiligen Stätten marschieren. Dann nicht solltet gut. Ihr vielleicht gar nicht teilnehmen. Er war unser Freund und Bruder. Und wir erweisen ihm unsere Ehre, wenn er diese Welt verlässt. Ihr beleidigt mich, wenn er etwas anderes verlangt. Ich postiere die Männer. Ich möchte keinen Ärger. Dann hört auf, Ärger zu machen und tut, was wir verlangen. Echt mal. Komm, geh weiter. Los, komm. Komm, geh. Ach nein. Ach, jetzt reicht's mir aber mit diesen verdammt gestörten Menschen. Für was? Ich hab nichts getan. Ja, danke auch, ey. Wenn diese verdammt gestörten Menschen mich nicht die ganze Zeit nerven würden. No! Ich will auch gar nicht fliehen. Sondern dich töten. Das Ganze eben nochmal nach dem Kampf. So. Karte mit den Positionen der Jerusalemer Wachen während der Beerdigung Masjd Adins. Was? Nein. Mörder? Nein. Oh. Verdammt, das... Läuft ja wieder super! Nein, du triffst mich nicht, Kollege. Nein, du erwischst mich auch nicht. Netter Versuch, Kollege. Netter Versuch. Die Wachen sind zwar gut, nur in der Anzahl. Also, bei denen ist eher Quantität statt Qualität. So, jetzt habe ich es aber.
Und ich bin halt qualitativ hochwertig. Das hört sich richtig überheblich an, aber man muss sagen, meine Taten sprechen für mich. Hat da gerade einer einen Stein geworfen? Hallo. Ich mach doch gar nichts. Wer schießt nochmal? Dann muss er sterben. Dann hat er sein Grab selbst geschaufelt. Außerdem springe ich doch schon runter. Na Jungs? Hey, runter! Und so. In Ordnung. Komm doch her! So viel zu den Kollegen. Nein, da habe ich zu früh gedrückt. Nein, oh, gut, dass ich da noch gekontert habe. Aber wo kommen schon wieder die ganzen Wachen her? Das ist mal wieder nicht so schlecht, dass hier wieder so viele Wachen sind. Man muss sagen, dadurch, dass es so viele Wachen sind, wird es für einen wesentlich schwieriger, sich hier zu verteidigen und Bürger zu retten. Es ist nicht unmöglich, aber es ist schwierig. Sprich. Ich wüsste, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen diese Geschichte erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Kein Ding. Ich bin weg. Ist gut. Danke. In Ordnung. 2 von 6 Bürger gerettet. Von zwei von sechs Bürgern, eher gesagt. Okay, los. Und weiter geht's. Da ist eine Attentatsmission. Okay. Ja, gut. Wir schauen uns die gerade mal an. Schauen wir mal, was hier zu uns gesagt wird, was wir machen müssen. Friede sei mit euch, Meister. Habt ihr all die Templer in der Stadt gesehen? Ich wurde beauftragt, so viele zu töten, wie ich kann. Noch vor der Beerdigung eures letzten Opfers, Majdadin. Hättet ihr diese Mission, wäre sie sicher schleunigst beendet. Ich habe so viel herausgefunden, während ich nach diesen Templern suchte. Ich habe bei eurer Rückkehr sicher einige wertvolle Informationen für euch. Natürlich. Alter Schwede. Das sind viele. Meine Familie, das sind echt viele. Das sind echt viele. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich meine, ich wusste zwar, dass viele Templer hier sind, aber das ist nicht schlecht. Ah, das war jetzt gut soweit. Weg hier, bevor die merken, dass der Typ tot ist. Gefährlich. So, hier kommt der nächste, ne? Oh, das ist natürlich fies jetzt. Die würden es genau sehen. Außerdem wissen